Genau. Ja, eben, da sind wir gerade bei dem Komplex so Trainingsmethoden, Übungen, Beschäftigungen, was so für hyperaktive Hunde da so geeignet ist. Ja. Hast du da konkrete Sachen, die ich mit meinem Hund, also gut, meiner ist kein Zappelhund, nach der Definition, ne. Ja, Aber ja. jemand, der einen Zappelhund hat, Ja. was würdest du Also, dem an die Hand geben? genau, also ganz wichtig ist für so einen Zappelhund, ne, wenn ein Kunde zu mir kommt und solche Probleme hat, dann machen wir als erstes einen Alltagscheck. Das heißt, wir gucken uns an, wie läuft der Alltag ab und wie könnte man es so strukturieren, dass der Hund mehr Ruhephasen hat. Und dann ist eigentlich das Zweite, dass wir gemeinsam besprechen und uns anschauen, welche Situationen für den Hund aufregend sind und welche Aha. vielleicht nicht so aufregend sind. Ja, das Okay. heißt, man muss als Hundehalter für so einen Zappelhund muss man ein gutes Gespür haben und wissen, was für seinen Hund die, ich sage jetzt mal, schwierigere Situation ist, ruhig zu bleiben und wo es ihm einfacher fällt, um einfach einschätzen zu können, in welchem Stresslevel befindet er sich gerade. Weil es macht halt zum Beispiel das nicht bellen zu trainieren. Ja, wenn ich jetzt möchte, dass die Alma zum Beispiel in einer bestimmten Situation nicht bellt, dann muss ich einschätzen können, wie schwierig ist denn das für sie gerade. Und wenn das eine super schwierige Situation ist, dann fange ich mit dem Training an der Stelle gar nicht erst an, weil das hat einfach keinen Sinn. Das Ja, da. frustriert uns beide, Ja. und macht es eher noch schlimmer, als dass es irgendeinen Erfolg bringen könnte, weil sie kann in dem Moment gar nicht lernen, wenn die in so einem hohen Stresslevel ist. Ne? Das heißt, das Wissen darum, wie reagiert denn mein Hund auf verschiedene Sachen, ist da enorm wichtig. Das ist so das, was der Halter wissen und können muss an der Stelle. Und was man mit dem Hund machen kann, ist so eine Art Entspannungssignal zu trainieren. Und das heißt, ja, letztlich gibt es Entspannung auf Kommando, ja, oder auf ein gewisses Signal hin. Das kennen wir alle. Ne? Wir alle haben irgendwie ein bestimmtes Lied, was eine ganz starke Emotion in uns vorruft. Also das verknüpft sich ja super schnell. Ja? Und genauso kann man auch bei einem Hund Emotionen und Gemütszustände verknüpfen. Das ist eine ganz klassische Konditionierung, die läuft bei uns Menschen genauso wie bei den Hunden ab. Und man würde sich einfach einen entspannten Zeitpunkt nehmen, und dieses Signal dort dann einführen und das Als so wenn der lange. Hund gerade mal richtig ausgebreitet, ruhig da liegt, Genau, zufrieden, gut das atmet. kann. Das kann eine CD sein, das kann ein Wortsignal sein. Klar, das macht sich gut, wenn man draußen unterwegs ist. Ne? Bei uns ist das zum Beispiel easy. Also wenn ich sage easy, dann fährt sie relativ schnell runter und kann sich entspannen. Das Aber macht das man hast du einfach, indem dann man. lange mit ihr trainiert irgendwie. Also du hast immer Genau. abgewartet, dass sie das in einer ruhigen Situation, wenn sie mal wirklich ganz entspannt war, dass du gesagt hast, easy oder wie hast Genau, genau. du. So baut man das auf. Ja, bei uns, ich mache zum Beispiel abends mit ihr meistens so eine Entspannungsmassage, einfach so ein bisschen mit Tellington Touch und so. Da kann sie sich super gut drauf einlassen. Auch das ist von Hund zu Hund verschieden, wie er sich am besten entspannen kann. Aber das weiß der Halter dann schon, wie das gehen kann. Die meisten wissen das ja ganz gut, wie sie für ihre Hunde eine entspannte Situation schaffen können. Und in dieser Situation lasse ich einfach dieses Wort immer wieder einfließen. Ich sage da immer wieder easy. Und dann baut man das auf, wie mit jedem anderen Wortsignal auch. Genauso wie wenn ich sagen würde, wenn ich ihm Sitz beibringe oder was auch immer. Man macht es vom Leichten zum Schwierigen. Ich gebe dem, das ist die Grundschule. Ich sage dem Hund, also auf dieser Zustand, in dem du dich gerade befindest, heißt easy. Und dann kann ich das vielleicht schon machen am Anfang meiner Entspannungsmassage, wenn sie noch nicht liegt und vor sich hin schnarcht. Ja, um einfach dieses Wort immer, immer Näher mehr an den Anfang zu rücken. genau an den Anfang zu rücken und die Erregungslage zu steigern. Und wenn ich das Stück für Stück und ganz entspannt, ganz, ganz langsam aufbaue und mir sicher bin, dass das an dem Punkt, wo ich es einsetze, schon funktionieren kann, dann gehe ich den nächsten Schritt. Und Ja.
dann kommt man irgendwann in die Situation, wo man das auch im Alltag einsetzen kann. Ja, wenn ich gerade einen nervösen Hund neben mir stehen habe, weil irgendwas ist, was ihn aufregt, und ich sage dieses Wort, dann entspannt er sich. Schon einfach, das ist, ja, das ist wie bei uns. Im Radio läuft dieses bestimmte Lied, weil, wo wir uns immer total glücklich fühlen. Da kann ich einen total miesen Tag gehabt haben, aber wenn das Lied läuft, geht es mir eigentlich wieder gut. Und so ähnlich funktioniert das auch. Und das kann, ja, dieses Signal kann alles Mögliche sein. Das kann ein Wort sein, das kann eine CD sein. Wir haben auch so eine CD, die ich einlege, wenn es mal kritisch wird. Oder natürlich, die habe ich meistens laufen, wenn sie gerade entspannt ist, damit man das immer wieder auflädt. Ne? Also man läuft natürlich Gefahr, wenn man das Wort immer nur, also wenn, das ist nicht so wie bei Sitz, man baut es einmal auf und nutzt es dann, wenn man es braucht. Weil irgendwann kehrt sich das natürlich dann um. Wenn ich das immer nur in aufregenden Situationen benutze, Ja, ich habe habe ich da, wieder den gegenteiligen Effekt. ja, ich habe Deswegen. da neulich eine gute Analogie gehört, dass das sei wie ein Akku, also der sich immer wieder entlädt bei Gebrauch. Ne? Wenn ich das im Ja, genau. Hund hoch erregt ist und ich gebrauche das, dann entlade ich quasi die Kraft des Signals auf Dauer. Nicht? Deshalb muss ich dann immer wieder in Genau. Ruhephasen das auch wieder So ist es. brauchen. Ne? Genau Ja. so ist es. Ja. Genau. Eine Kundin von mir hat ein Halstuch, das bei dem Hund damit verknüpft ist. Das heißt, wenn er dieses Halstuch umgelegt bekommt, dann entspannt er. Also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, was halt für einen persönlich und für den Hund gerade Ja. die gute Variante ist. Man kann natürlich auch mehrere Sachen machen. An der Stelle ist tatsächlich viel hilft viel. Genau. Also das ist so das Allerwichtigste, was so ein Hund haben muss. Und das ist der Notfallknopf für so eine Situation, in der ich anders nicht mehr weiterkomme. Und gibt es jetzt auch noch andere Trainingsmethoden oder Übungen, die du so machst? Ja, also das ist auch eher was ganz Allgemeingültiges. Für so einen Zappelhund ist es selten gut, wenn er körperlich hochanspruchsvolle Hobbys betreibt. Na, ich denke da jetzt mal an Agility oder an ja, das berühmte 3 Stunden Fahrradfahren. Weil das alles Sachen sind, indem ich meinen Körper in Anspannung versetze, schießt das Adrenalin in die Höhe und produziert Stresshormone. Ja, das ist ein vollkommen natürlicher Vorgang, der passiert auch bei uns Menschen. Das kennen wir auch. Wenn wir mal eine Stunde joggen waren, dann können wir auch nicht gleich einschlafen, weil wir dann erstmal angespannt und vielleicht voll Power sind. Ja, einige von uns nutzen das wahrscheinlich vorm Arbeiten und gehen vorm Arbeiten eine Runde joggen, damit sie richtig fit sind. Der Effekt tritt beim Ich Hund wäre auch tot. ein. Genau, Nee, der tritt eben beim Hund auch jeder. ein, und dadurch möchte ich das ja eigentlich bei so einem Zappelhund nicht. Ja, ich möchte ja, dass der entspannen kann und möchte ihm nicht noch extra einen Anreiz geben, um Stress zu produzieren, weil das tut er in unserem normalen Alltag von sich aus schon genug. Was da super gut ist an Beschäftigung ist zum Beispiel, ist alles, was irgendwie mit Nasenarbeit zu tun hat. Also Mantrailing, Fährtenlaufen, Leckerlis suchen in der Wiese, was auch immer. Weil das meistens Tätigkeiten sind, die sind nicht mit einem hohen körperlichen Erregungslevel irgendwie in Kombination, sondern es sind meistens relativ ruhige Tätigkeiten, die aber auch innerhalb von einer kurzen Zeit das Gehirn super fordern und der Hund ist dann einfach müde und schläft dann, um das zu verarbeiten. Also solche Sachen sind super gut. Also gerade beim Schnuppern, das ist irgendwie eine ganz bizarre Sache, nach meiner Beobachtung. Also einerseits eben schnuppern Hunde ja manchmal wie wild und voller Begeisterung und machen das also, als wäre das ihre Lieblingsbeschäftigung. Andererseits, wenn ich jetzt mit einem Leckerli so in ihrer Nähe irgendwie das werfe, dann will sie das immer über den Blickkontakt quasi, über die Augen erfahren, wo das Ding gelandet ist. Weil irgendwie ist sie viel zu faul, danach zu schnuppern. Ne? Da muss ich sie immer erst animieren. Such, such, such und dann fängt sie an. Ne? Das ist auch
Also als ich die Alma zum Beispiel kennengelernt habe, da war die ja an einem sehr hohen Stresslevel. Und wenn ich mit der spazieren gegangen bin, war die eigentlich immer im Galopp unterwegs. Ja, die ist immer in großen Kreisen um mich herum galoppiert. Die war immer abrufbar, ansprechbar. Das war alles kein Problem, aber die war immer im schnellen Tempo unterwegs. Und die hat nie ihre Nase eingesetzt. Nie. Also, und je entspannter die wurde und je länger die bei mir ist, desto langsamer können wir auch gemeinsam spazieren gehen. Das heißt nicht, dass die nicht auch mal losdüst und ihren Spaß hat, aber wenn es dann reicht, dann sortiert die sich auch neben mir ein und dann gehen wir einfach gemeinsam spazieren. Und je mehr dieses Verhalten eintritt, desto mehr hat die auch Zeit zum Schnüffeln. Das heißt, das ist auch so ein bisschen gekoppelt, ne? Die Nase ist eigentlich das wichtigste Sinnesorgan eines Hundes. Aber viele vergessen, dass sie eine Nase haben. Das ist ganz oft so, weil sie einfach gelernt haben, mit uns Menschen zu kommunizieren. Und in der Kommunikation mit uns Menschen ist das Visuelle ganz stark wichtig. Ne? Und in zweiter Instanz reden wir Menschen dann. Aber wir würden nicht über Geruch mit den Hunden kommunizieren. Fällt uns Das schwer. heißt, das kann man mit solchen Übungen, ne, indem man einfach die Leckerlis versteckt in der Wiese, kann man das super fördern, dass sie auch ihre Nase mit einsetzen. Und dadurch werden ganz viele Hunde auch ruhiger. Ja, das ist sicher was Schönes. Jo, ist das jetzt so im Großen und Ganzen alles, was man zu dem Thema machen kann, oder hast du da noch mehr Vorschläge? Ja, also das ist im Grunde ist es das, ne? Man muss einfach schauen, was für den Hund gut ist. Erfahrungsgemäß sind es so konzentrierte Sachen, die gut funktionieren und eher nicht die körperlich stark fordernd sind. Ja. Und ansonsten muss man einfach auch schauen, was dem Hund gut gefällt. Ja, es gibt ja da verschiedene Dinge. Wenn ich jetzt unbedingt Dummy-Arbeit machen möchte, der Hund das aber leider gar nicht mag, dann das ist vielleicht auch irgendwie nicht das Richtige. Ja, Und genauso vielleicht ist ist das es auch natürlich. langweilig. Ja, Ja. genau. Also wie ist das noch mit Zerspielen? Also ich habe jetzt mal gehört, also in einem Training wurde mir das beigebracht, also wenn ich jetzt Zerrspiele mache, also der Hund in meiner Nähe ist, dadurch verstärke ich irgendwie die Verbindung und ich würde jetzt und ich soll den Hund dabei gewinnen lassen, möglichst ja, dass das relativ ein ruhiges Spiel ist, nicht? Also weil sonst im Gegenteil, wenn ich da jetzt wirklich wie ein Bekloppter dran ziehe und der Hund hängt quasi in der Genau. schon da dran, dann wird er ja auch unheimlich aufgeregt, nehme ich an, oder Genau, körperlich genau. hochgefahren, ne? Ja, ja. Ja, Also okay. das würde ich genau so machen, ja. Ich Ja. mache das mit meiner auch, die bringt auch ab und an mein Kuscheltier an und dann zergeln wir da ein bisschen rum. Ob man den Hund gewinnen lässt oder nicht, hängt so ein bisschen vom Hund ab. Hat man einen Hund, der wie soll ich das sagen, ja, der an sich irgendwie nicht so selbstbewusst ist und vielleicht sehr sensibel und so, dann darf ich den öfter gewinnen, einfach damit er Erfolgserlebnisse hat. Ja, Ja. Habe ich einen Hund, der eh denkt, ihm gehört die Welt, dann kann das durchaus sein, dass ich auch ein paar Mal gewinne. Ja, nicht Okay, immer, das aha. wird ja langweilig sonst, aber so kann man das durchaus auch ein bisschen auf den Charakter des Hundes einpendeln. Ja.